Herzlich willkommen, Freunde. Es ist soweit. Das neue Harry Potter Spiel ist raus. Harry Potter Rätsel und Zauber. Potter Games. Harry Potter Wizards and Spells. Ja, annehmen, sonst können wir sie gar nicht spielen. Ich muss jetzt leider die Originalmusik entfernen. Würde ich da rechtliche Probleme bekommen wegen der Musik? So, ich bin natürlich der Philipp. Ich bin Haus Ravenclaw. Ich getestet. So, dann schauen wir uns mal die Zauberstäbe an. Akazie, Star, Phönixfeder, 9 ein Achtel Zoll. Erle, biegsam, Einhornhaar, 7, 7 Achtel Zoll. Esche, unnachbiegig, Einhornhaar, 10 Zoll. Schäle, unbiegsam, Dracheherzfaser, 11,5 Zoll. Zeder, hart, Dracheherzfaser, 12,5 Zoll. Tanne, starr, Drachenherzfaser, 8,5 Achtel Zoll. Also ich würde jetzt gern den Phönixfeder-Zauberstab nehmen. Und drücken wir mal auf Bestätige. Hallo Philipp, ich hab dich gesucht, soll dir die Truhe bringen, hab deinen Namen drauf. Ich frag mich nicht, wie man sie aufmacht, ich weiß nur, dass was Tolles drin ist. Als weißer Ravenclaw findest du bestimmt heraus, wie sie aufgeht. Viel Glück! Alohomora! Bin ich mal gespannt, was passiert. Oh, cool. Kombiniere weiße Zauberedelsteine, um sie zu sammeln. Sobald der Zauberzähler vollständig gefüllt ist, wird ein Zauberspruch gewirkt. Wingardium Leviosa. So, und da verschwinden die Federn jetzt. Du hast eine bombastische Bombe enthüllt. Gedoppelt, um die lilanen Edelsteine zu sammeln und das Rätsel zu lösen. Seit wann können Truhe auf? Philipp, willkommen bei Harry Potter Rätsel und Zauber. Deine Knobelfähigkeiten sind vielversprechend. Während du fortschreitest, wirst du Zaubersprüche lernen, Geschöpfe sammeln, Zaubertränke mischen und neue magische Herausforderungen machen. Auf deinem Weg wirst du die Welt der Zauberer genießen wie nie zuvor. Harry Potters Reise begann im Linkusterweg 4. So, dann starten wir mal mit dem ersten Rätsel. Komm, hopp. Spielen. Bombastische Bombe. Erschaffe eine Reihenfolge, in der du vier Edelsteine in einer Reihe kombinierst. Doppelt auf eine Reihenwoge, um sie zu aktivieren. Sammel mehr grüne Edelsteine, um das Rätsel zu lösen. So, wir müssen jetzt 8 grüne Edelsteine sammeln. Drücken wir mal auf die Reihenwoge. Kombiniere zu einer T-Form, um eine bombastische Bombe zu erfüllen. Tausche eine Verstärkung mit dem beliebigen Edelstein, um sie zu aktivieren. Suche in dem Rätsel nach einer L-Form, um weitere bombastische Bomben zu erschaffen. So, jetzt mache ich mal die Musik aus, dann könnt ihr nämlich jetzt auch die Musik hören. Und wir haben hier eine bombastische Bombe. Das haben wir hier. Gucken wir mal drauf. So. Dann nehmen wir jetzt hier und geschafft. Sieg! Jawohl. Tippe, um fortzufahren. Rätsel 1. Gewonnen 500 XP. Bonus für ungelungene Züge 26 XP. Okay, das ist ja Stab 32, das ist ja Stab Level 3. Rätsel 7, da kommen jetzt noch Pakete drauf. Machen wir noch das Rätsel 2. So, jetzt sind wir verbunden. Wir haben jetzt gerade 500 Münzen gekriegt. Hallo Philipp, diese Sammlung Edelsteine um das Rätselbrett wird deine Hilfsmittel sein, um deine magischen Knobelfähigkeiten zu entwickeln. Mach dich bereit, neue Zaubersprüche zu lernen und mächtige Geschöpfe zu finden, die dir in den Rätseln weiterhelfen. Denk dir magischen Streiche aus, während du
deine Lieblingsmomente von Harry Potter. durchlebst. Viel Glück und pass auf die fangzähnigen Frisbees auf. Harry Potter, Rätsel und Zauber. So, dann starten wir das zweite Rätsel gerade noch. Bombastische Bombe. Ja, das wissen wir bereits. Erschaffe geflügelte Schlüssel, indem du vier Edelsteine zu einem Quadrat kombinierst. Tippe doppelt auf einen gefliegenen Schlüssel oder kombiniere mit einem anderen Edelstein, um ihn zu aktivieren. Drücke mir hier gerade drauf. So, da haben wir jetzt schon mal die Orangen erledigt. Schauen wir mal, wie wir noch die blaue bekommen. Machen wir mal so, da gibt es den Schlüssel. Hier, machen wir den Schlüssel mal an. Ich hoffe, der bringt was. Jawohl. Und geschafft. 11 Züge übrig. Und Sieg. Zum Fortfahren tippen. Das machen wir natürlich nicht, wir wollen ja hier die Explosionen hören. Wundervoll. Rätsel gewonnen, 50 XP. Bonuszüge, 12 XP. Das sind 77 XP. Oh, jetzt können wir unseren Charakter bearbeiten. Jetzt muss ich mal schauen, was man da überhaupt nimmt. Probier mal so vorgefertigte. Nee, irgendwie, ich weiß nicht. Ja, ich sehe jetzt mal so aus, aber ich ändere das noch. Spielen. Kombiniere 5 Edelsteine, um eine verzauberte Tasche zu erschaffen. Nutze jetzt die verzauberte Tasche, um alle Edelsteine einer bestimmten Farbe zu sammeln. So, 3 blaue Fehlemünzen noch. Schauen wir mal. So, und geschafft. Das war ja einfach. Und Sieg. 6 Züge übrig. Jetzt gibt es hier nochmal so ein schönes Feuerwerk. Unglaublich. Rätsel 3, 50 XP, 12 XP, Gesamt 62 XP. Ah, Levelaufstieg, wir sind jetzt Level 2. Zauberungsverbesserung, Lebensauffülle. Einsammeln. Eine Zauberverbesserung erhalten. Wenn du zum ersten Mal den Zauber Alohomora wirkst, erhältst du diese Stärkung auf dem Spielbrett. Ein geflügelter Schlüssel. Cool. Die Vorteile werden ausgelöst, wenn der Zauber das erste Mal beim Abschließen eines Levels wirkt. So, schauen wir mal, was das da oben zu bedeuten hat. Neu XP. Schieben wir gerade das auf Zeit. Jetzt drücken wir mal drauf. Ah, okay. Verbessert dann Zauber. Danke fürs Ansehen, Leute. Schaut mal in der Infobeschreibung nach der Playlist. Schaut da gerne mal vorbei und tschüss.